So, servus Leid. Ich werde immer wieder häufig gefragt, Mensch, die bauen meine Heizung, die hat einen Fehler E08 und die wird nicht warm. Und was soll ich machen? Erstens sage ich euch, die Anlage auseinanderbauen und reinigen. So, das schreckt aber viele ab. Viele sagen dann, oh, ich muss ja die Anlage aufschrauben. Oh, ich habe Angst, da ist ein Motor. Und oh, ja, die haben einfach Angst, dass da ein Kolben und Zylinder und Ding. Das ist ganz einfach. Ich verlinke euch da oben rechts, wie man so eine Anlage ganz geschmeidig auseinanderbaut. So, für die, die wohl das absolut nicht wollen, gebe ich euch den heftigsten Ausbrennen im laufenden Betrieb. Was ihr braucht, ist ein Kompressor, ja, der so 8 bis 10 Bar fördert. Dann würde ich euch empfehlen, ein bisschen Benzin mit in den Diesel reinzutun, damit die Verbrennung ein bisschen höher wird. So, wenn ihr so eine Benzin-Diesel-Mischung habt, und dann seht selbst. Es wird ein ganz kurzes Video mit den Augen schauen und sehen und verstehen. Die Anlage natürlich auf Vollgas laufen lassen und den Luftfilter wegmachen. Das habe ich schon vorbereitet. Und jetzt hier mit eurer Pressluft hier einpusten. Pumpe jetzt hier einfach rein, Kraftstoff, damit ich beim Anfahren genug Most drin habe, weil die Anlage ist definitiv total verrußt, weil ich da ja experimentelle Dinge getan habe mit Benzin und die ist immer wieder ausgegangen. Die Anlage ist dadurch verrußt und muss jetzt, weil sie nicht mehr richtig startet, so quasi gestartet werden. Oder man baut sie aus und reinigt sie. Jetzt rumpelt's, weil halt einfach zu viel Mosch drin ist und es gibt jetzt Fehlverbrennungen, ne? Man riecht es auch, boah, das ist der Auspuff und ich gucke mal raus, der muss bestimmt jetzt richtig schwarz rauchen. Der muss jetzt bestimmt schön schwarz, jawohl, und da ist der Ruß, seht ihr das? Seht ihr den Rauch, meine Freunde? Da lassen wir jetzt den Rauch rein. Und hier der ganze Ruß, wo wir mit dem Ausbläser immer rausgepustet haben, ja? So, ihr hört mich ja immer noch, weil ich das Mikrofon bei mir trage. Und jetzt puste ich da rein, ein rote Balken habe ich. So, jetzt haben wir neu gepustet. Müssen wir abwarten ein paar Sekunden, dass sich die Anlage nicht ausschaltet. Und jetzt puste ich wieder rein. Immer noch eine rote Balken. Wieder abwarten. So. Nochmal reinpusten. Jetzt puste ich etwas länger mit schwacher Leistung rein. Oh ja, muss aufhören, das war jetzt zu viel. Es sind ja 4 Balken runter. Jetzt habe ich wahrscheinlich zu viel gepustet. Und dann geht er nämlich aus. Ja, noch ein bisschen Rauch. Ich mache genau da an der Stelle das auseinander. Zieht euch da Handschuhe an. Das ist höllisch heiß. Ich pushe jetzt hier rein mit dem Ausbläserle und zeige euch das Resultat außen. Hier die Garage ist komplett offen. So, jetzt die volle Dröhnung.
hundertprozentig der Auspuff zu machen. Warum kommt das? Willen, da ist ganz schwarz auf dem Boden. Es tut sich leider noch kein zweiter roter Balken auf. Ein bisschen Luft nochmal nachhelfen. Ich denke, der ganze Innenraum ist auch, so wie der Auspuff, schön verkogelt. Ja, kaum habe ich zu Ende gelabert, ne? Das ist meistens so in meinen Videos. Zack, der zweite rote Balken ist erschienen. Ohne dass ich irgendwas gemacht habe, ne? Das ist meistens so. Und auch der Vorführeffekt. Ich wollte eigentlich euch demonstrieren, dass der Auspuff richtig, der glüht sogar, ne? Mit dem Ausbläser, wenn man das reinbläst. Das ist natürlich auch nicht passiert. Der wird kirschrot. Das wollte ich euch damit zeigen, aber immer die Vorführeffekte. Immer, immer. Also, probiert es jetzt nochmal mit dem Ausbläserchen. Da nochmal hier ordentlich Zunder reinzulassen. So. Ist ganz okay. Noch mal in Fahrenheit, nicht erschrecken, das hier ist Fahrenheit. So, meine Freunde, jetzt kommen wir schon an die 180 ran und ich denke mal, wenn wir die 200 erreicht haben, dann haben wir es geschafft, oder? So, das ist sehr, sehr spannend. 196, noch 4 Grad. Meine Freunde, wir haben es geschafft. Heißer wird die nicht. Ich denke, der Motor... Ja, das ist doch scheiße. So, das Blau, nochmal 199. Sieht man es besser und jetzt müssen wir auch wieder die 200 haben. Jetzt haben wir es wieder. Seht ihr es? Also, die Anlage läuft die ganze Zeit jetzt durch. Also mit dem Ausbläserchen, Benzin, hier in den Ansaugstutzen Benzin rein, Ausbläserle Luft und den Auspuff komplett durchblasen. Natürlich, ich habe hier den ersten Knick hier unten an der Anlage, dann hier ein kleiner Bogen, dann hier ein Knick 90 Grad, dann hier ein ganz heftiger, eine 180 Grad Kurve fast. Dann hier oben wieder ein kleiner Knick. Dann hier wieder durch die Mauerführung ein Knick. Und außen an der Mauer auch wieder ein Knick in die andere Richtung. Also 5 Knicke und so viel Knicke, wie ich da oben auch habe, da in meinem Kopf. So viel Knicke sind hier. Also, ich sag's ja euch immer, ne? So wenig Knicke wie möglich, ja? Ich hätte hier locker leicht den Auspuff einfach verkürzen können, ja? Aber weil ich einfach hier experimentell für euch das machen möchte. Weil viele haben einen 2,50 Meter, 3 Meter Auspuff. Wenn der ziemlich gerade ist und vor allem, wenn der rund, also wenn der Gefälle hat, dann ist es sowieso Wurst, wenn der ein Gefälle hat. Aber wenn der permanent immer höher geht und die Luft, also der Auspuff wird immer kühler und die Luft wird kühler, dann habt ihr ein Problem. Auf jeden Fall, die Anlage läuft jetzt sauber durch. Die war einfach durch dieses Experiment mit dem Benzin und auch damals mit, was habe ich da wieder rein? Ich glaube, 1-2 Liter Altöl habe ich da noch mit verbrannt. Macht es nicht. Macht es nicht. Wenn ihr das Altöl verbrennen wollt oder müsst, dann müsst ihr es vorher filtern, durch einen Filter durch. Und aber macht es lieber nicht. Gebt es dort ab. Das kostet nichts. Abgeben. Dort, wo ihr euer Öl kauft, könnt ihr das auch abgeben, kostenlos. Und Öl verbrennen, altes Öl. Kauft euch einen kleinen 500, weil ich glaube 500 Liter ist die Mindestmenge, wo man an Heizöl sich liefern lassen kann. Dann holt euch irgendwie so einen alten Heiztank und dann könnt ihr euch da 1000 Liter holen und der reicht euch dann Heizöl, ne? Ist billiger. Also, dann war es das mit dem kurzen Video.
einfach ausblasen, Sprit rein und so könnt ihr eure Anlage retten und müsst sie nicht auseinanderbauen und lasst sie bitte für 10 Stunden auf Vollgas laufen, damit auch ja, die ganze Kammer da drin sich frei brennen kann. Immer wieder mal einen Stoß Luft reinlassen, das ist auch nicht schlecht. Das löst dann den ganzen Ruß und geht durch den Auspuff mit raus. Also dann, ade warsche, euer T-Bone. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Schade, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss. Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage.